Hallo zusammen, ich habe hier eine Autoapotheke von Zimmermann. Autoapotheke.de findet ihr zur Webseite. Und das Aggregat hier, ich drehe das einfach mal, das ist nicht in der Originalapotheke verbaut, sondern hier von diesem Fahrzeugbauer hier so montiert, dass nichts kaputt geht. Wir haben original hier drin eigentlich diesen Deckel, der hinten in diese Autoapotheke eingeführt wird. Und dann ist hier drin ein Wärmetauscher mit Ventilator. Und hier oben ist jetzt die Steuerung. Da steht auch schön Zimmermann drauf. Also hergestellt so. Und was haben wir jetzt gemacht? Der Kunde jammert, das Teil hat zu wenig Leistung und die Autoapotheke ist, ich sag mal, 1 Meter breit und ich sag mal irgendwo 1,50 Meter tief und er hat im Sommer zu wenig Leistung, also zu wenig Kühlleistung, es kühlt ihm zu wenig runter. Er hat jeden Sommer Probleme, dass das Teil nicht nachkommt. Wir haben hier original ein BD35 Kompressor drin, das ist ein Kühlaggregat von Weco, sprich Dometic. Das Kühlaggregat ist okay für Volumen bis 130 Liter. Diese Zimmermann Apotheke hat aber eher 200 und dann kommt es dazu, Türe auf, Türe zu, im warmen Auto. Der Kunde wollte eine Lösung. Weil die Apotheke an sich hat funktioniert. Picobello, Kühlmaschine, richtige Leistung. Was wir jetzt gemacht haben, ist den Kompressor ersetzt durch ein BD100 mit Propan. Sprich natürlich auch hier die Steuerung ersetzt, dass sie statt Maximum auf 3000 Umdrehungen auf 4500 Umdrehungen läuft, also mehr Leistung, anderes Kältemittel, was mehr Leistung hat. Dann kommt es auch dazu, dass diese Apotheke natürlich R134A läuft, das heute an sich so passend grenzwertig ist. Es gibt da verschiedene EU-Gesetze. Eine ist Kühlsysteme für Fahrzeuge. Im Englischen heißt es Klimasysteme und in der deutschen Übersetzung heißt es Kühlsysteme für Fahrzeuge. Also das heißt, das hier ist ja eigentlich ein Kühlsystem in einem Fahrzeug und da sind diese Kältemittel mit einem GWP über 150 verboten und R134a hat ein GWP von 1340 oder so etwa oder 430. Also weit über dem, was erlaubt ist. Wenn wir natürlich hier einen stärkeren Kompressor einsetzen, statt der 35 der 100er, und die Zahl bedeutet auch die Leistung. Mit einer dreifachen Leistung, dann müssen wir dreimal größere Verdampfer einsetzen. Dreimal größere Verdampfer heißt natürlich mehr Luft oder Verdampfer erhöhen. Oder das zweite, und auch wärmetauscherseitig, das ist dieser Wärmetauscher hier, da ist original ein Lüfter drauf, 80 x 80 cm. Hier haben wir jetzt einen stärkeren Lüfter drauf, der fast die dreifache Luftdurchsatzmenge hat, ist aber auch dementsprechend größer. Der Lüfter und den Lüfter ersetzen, stärkerer Kompressor, das ist es. Der Rest kann man so sein lassen, die Abdeckung kommt nachher wieder. Dieser Fahrzeugbauer baut das so ein, wenn wir nicht auf genügend Leistung kommen. Ja, das war's vom Tunen oder Leistungssteigerung eines Standardkühlaggregats. Da ist nicht mehr viel vom Standardkühlaggregat übrig. Ich zeige euch hier eine, für kleinere Tierärzte, die weniger Mengen mitnehmen, empfehle ich zum Beispiel eine Kühlbox. Einfach, schlicht, einfach. Und sonst
hänge ich mal irgendwie ein anderes Video an und ein Abo könnt ihr mir auch wieder mal da lassen und ich bringe euch immer neue Videos. Ich wünsche euch einen schönen Tag.